Jelis Kotsch ist bekannt durch die Sendung Der Bachelor. Dort polarisierte sie durch die berühmte Bachelor-Schelle. Sie machte damit sogar Schlagzeilen. Mittlerweile ist sie mit dem Bachelorette-Kandidaten Johannes Haller zusammen. Auf Instagram ist sie sehr aktiv und lässt wie jeder andere Influencer auch die Fans teilhaben an ihrem Leben. In einer Q&A-Session wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin gefragt, ob sie Geschwister hat. Die Antwort lässt einige Fragen offen, denn da erzählt sie, dass sie noch einen Halbbruder hat, den sie allerdings nicht kennenlernen darf, unter anderem, weil sie dadurch eine Familie zerstören könnte. Gab es da etwa einen Seitensprung in der Familie? Und darf das etwa auf gar keinen Fall rauskommen? Das wäre ziemlich krass. Hier habe ich das Video dazu. Ich habe meine Schwester Phyllis, dann habe ich noch meine Halbgeschwister und dann habe ich noch Geschwister, von denen ich weiß, aber die nichts von mir wissen, was ich sehr schade finde. Aber ich darf leider auch nichts sagen, sonst würde ich eine Familie zerstören. Finde ich richtig traurig. Ich habe meinen Bruder, der übrigens so alt ist wie ich, auch mal in der Stadt getroffen. Er ist an mir vorbeigelaufen, aber ich darf nichts sagen, sonst bekomme ich Ärger. Und er weiß halt auch nicht, dass mein Vater sein Vater ist. Ist echt schade. Also ich liebe meine Geschwister über alles, meine Halbgeschwister, die gehören einfach zu meinem Leben dazu. Aber ihn würde ich halt auch gerne kennenlernen. Vor allem finde ich es richtig cool, dass wir im selben Alter sind. Klar, wenn man das Ganze so berechnet. Was ja auch logisch ist, wenn ich sage, wir sind im gleichen Alter und wir sind nicht beide von meiner Mama. Dann kann man ja eins und eins zusammenzählen. Aber das finde ich richtig schade. Also das macht mich richtig traurig, dass ich da nichts sagen darf. Ich bekomme gerade so unglaublich viele Nachrichten wegen dem Thema mit meinem Halbbruder, dass viele das auch kennen und auch in der Familie haben. Also ich finde es echt krass. Also mein Vater weiß natürlich von seinem Sohn. Die Frau weiß natürlich auch, dass ihr Mann gar nicht der Vater ist. Er denkt aber, dass er der Vater ist. Und deswegen darf ich es nicht sagen, weil der seit 26 Jahren glaubt, dass das sein Sohn sei, obwohl es mein Vater, also mein Vater ist der Vater. Und die Frau möchte das halt einfach nicht. Ich verstehe das, das würde alles kaputt gehen. Aber das Kind tut mir halt auch so leid, mein Bruder tut mir so leid, weil er seinen richtigen Vater, meinen Vater, wahrscheinlich nie kennenlernen wird. Und eigentlich sind wir keine schlechte Familie. Also ich glaube, der würde sich eigentlich auch freuen über uns. Es ist wirklich so ein verrücktes Thema. Also ich hatte ihm damals vor Jahren schon mal geschrieben auf Facebook. Und da hat er mir dann geschrieben, ich soll aufhören, ihm zu schreiben. Wenn seine Freundin das sieht, kriegt er Stress und hat mich dann blockiert. Und ich habe ihm aber die ganze Zeit gesagt, dass es nicht darum geht. Und ich glaube, dass er das eigentlich innerlich wusste, weil seine Ex-Freundin wusste das nämlich auch von der Mutter. Die hat uns nämlich auch mal kontaktiert und da gibt es noch so eine Geschichte. Also wirklich verrückt, wirklich richtig verrückt. Meine Schwesters Freund hat nämlich mit dem mal Fußball gespielt, was noch verrückter ist. Also die sind sich auch schon mal über den Weg gelaufen. Aber er darf es halt nicht wissen. Und der Mann, sein Vater, darf das halt auch nicht wissen. Wirklich verrückt. Richtig schade. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann kennenlernen. Weil wir sind eine große Familie und tolle Menschen. Und ich glaube, dass das ist, wenn du plötzlich erfährst, dein Vater ist gar nicht dein Vater oder dein Kind ist gar nicht dein Kind. Das muss so schlimm sein. Ich verstehe nicht, warum die Mutter das einfach so lange verheimlicht hat. Das hätte man schon viel früher sagen müssen. Ich finde es ganz schlimm. Also ich finde es von ihr auch ganz schlimm, dass sie das einfach nicht sagt. Ich hoffe, dass sie das jetzt gerade sieht. Ich weiß nicht, wie die Frau aussieht. Ich weiß nicht, wie die heißt. Meine Schwester hat die schon mal gesehen. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde es echt egoistisch, dass man ja zwei Leben so kaputt macht. Das Leben von meinem Bruder und das Leben von ihrem Mann. Und uns alle da noch mit reinzieht und dann irgendwie auch noch ein bisschen stolz darauf ist. Finde ich echt schade. Das ist echt verrückt. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Ärger bekomme, weil ich gerade so viel darüber geredet habe. Aber das macht mich auch irgendwie wütend, verletzt mich, macht mich sauer und traurig. Und ich möchte ja, dass mein Bruder weiß, dass ich seine Schwester bin. Irgendwann. Irgendwann wird es dazu kommen und dann wird die Bombe platzen. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich glaube, ich habe echt schon genug gesagt.
Wie findet ihr diese Aussage von Jelis? Und was glaubt ihr, was steckt dahinter? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch.